Leute, was war das denn? Viele, viele Nachrichten haben mich auf WhatsApp erreicht und ja, auch für mich war es eines der bewegendsten Ereignisse meines Lebens. Wir haben gestern im wahrsten Sinne des Wortes die nächste Stufe der Raumfahrt erlebt. Das war wirklich unglaublich. Und wenn wir heute erfahren, dass der Core, das zentrale Element der ersten Stufe, nicht auf dem Spaceport Drone Ship gelandet ist, dann ist das nur eine Randnotiz. Gestern wurde wirklich die Menschheitsgeschichte neu geschrieben und das hat Elon Musk geschafft. Jetzt also alle Details und ein paar verblüffende News zum Start der Falcon Heavy bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen bei den Elon Musk Chroniken. Es sah aus wie viele Landungen von Falcon-Stufen auf dem Spaceport Drone Ship Of Course I Love You. Durch die große Hitze und dem starken Strahl der Triebwerke fielen die Kameras vor Ort schon öfter aus. Doch dieses Mal ist die erste Stufe der Core tatsächlich nicht auf der Landeplattform aufgesetzt. Nur ein Merlin 1D-Triebwerk hatte gezündet und so reichte der Schub nicht für eine korrekte Landung aus. Die Stufe fiel ins Meer und ist verloren. Aber was soll's? Das ist wirklich nur noch eine Randnotiz, eine Kleinigkeit, was wir gestern erlebt haben, ist ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Jetzt gibt es zumindest gefühlt nahezu keine Grenzen mehr. Bemannte Raumflüge zum Mars und anderen Planeten in unserem Sonnensystem sind jetzt keine Hirngespinste mehr. Die Falcon Heavy ist aktuell das größte Raumschiff der Erde und zeigt als Zwischenstufe zum nächstgrößeren Schiff, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Zahlreiche Neuigkeiten gab es dann im Anschluss von Elon Musk zu hören und man hätte es sich denken können, dabei waren einige verblüffende Informationen. Das fängt schon mit dem Raumanzug des Spaceman an. Es ist nicht nur irgendeine Verkleidung. Nein, im Geheimen hatte Elon Musk einen eigenen smarten und leichten Raumanzug entwickelt und gestern hatte er seinen Jungfernflug. Elon Musk hatte seinen Tesla also nicht mit einem hübsch verkleideten Spaceman ins All geschickt, sondern das, was wir gestern gesehen haben, war, ohne dass wir es ahnen konnten, der Test eines neuen, alltagstauglichen, absolut spektakulären Raumanzugs. Verglichen mit den aktuellen klobigen Modellen ist auch er mal so ganz nebenbei ein großer Schritt, eine bahnbrechende Innovation in der Raumfahrt. Zitat: Das ist das einzig Wahre, das sagt Musk. Wir haben 3 Jahre lang gebraucht, um diesen Weltraumanzug zu entwerfen. Man kann einfach in eine Vakuumkammer springen und es ist in Ordnung. Ja, wer genau hinschaut, wird zudem etwas ziemlich Verrücktes auf dem Armaturenbrett des Tesla Roadsters entdecken. Zumindest beschreibt es Musk so: Wenn du auf das Armaturenbrett guckst, ist da ein kleiner Tesla Roadster mit einem kleinen Spaceman, erklärt Musk. Tatsächlich hat Elon Musk ein kleines Hot Wheels Auto auf dem Armaturenbrett befestigt und einen Mini-Spaceman hereingesetzt. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Zitat: Es ist irgendwie albern und lustig, aber ich denke, dass alberne und lustige Dinge wichtig sind. Ich denke, die Bilder sind etwas, das die Leute auf der ganzen Welt begeistern wird. Und das ist auch wohl so ein um die Erde fliegender Spaceman in einem Tesla Roadster. Sowas habe ich mir wirklich nicht in meiner wildesten Fantasie vorstellen können. Ich bin wirklich absolut hin und weg. Und es gab weitere News. Die Dragon-Kapsel, die Astronauten ins All fliegen kann, ist nahezu fertig. Zitat: Wir wollen Ende des Jahres eine Crew in den Orbit fliegen, sagte Musk. Und auch zur Big Falcon Rocket, zur BFR, gab es Neuigkeiten. Musk sagte, die Tests von BFR könnten in diesem Jahr auf dem Testgelände von SpaceX in Texas beginnen, beginnend mit Hopperflügen. Dabei wird das Schiff mehrere Kilometer in die Atmosphäre geschossen und wieder gelandet. Ja, Musk gab keine Zeitpläne für mögliche Missionen zum Mond oder Mars bekannt. Aber er sagte, dass ein Erdorbit-Test für die BFR erst in 3 bis 4 Jahren geplant sei. Damit, und wir kennen es von Musk, hat er mal wieder die Pläne verschoben. Die beiden Frachtflüge zum Mars bereits 2022 sind damit nicht mehr möglich. Aber was da gestern geschah, war absolut mindblowing. Und ob das jetzt etwas länger dauert oder nicht, das ist, glaube ich, vollkommen egal. Musk hat den Traum der Menschheit zur Eroberung des Weltraums, dem hat er wieder neuen Schub gegeben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist absolut phänomenal und ich werde, glaube ich, noch ein paar Tage Gänsehaut haben. Vielleicht ist es bei euch auch so. Wenn es etwas Neues zum Thema gibt und damit rechne ich in den nächsten Tagen und ihr dazu keine News verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann meldet euch hier bei WhatsApp an und natürlich auch nicht das Abo vergessen mit der... Genau. Dann erfahrt ihr also bei WhatsApp, erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht, ich habe es gerade gesagt, das Abo mit der
Glocke vergessen. Das ist, glaube ich, das einzige Video mit zwei Glockenschlägen. Also, hier geht es weiter mit. Dafür auch draufklicken. Live, erster Start der Falcon Heavy, die größte Rakete der Welt. Der Livestream, da bekommt man nochmal die Gänsehautmomente mit. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.